ja heute das Seminar, wo es um die Urenergie geht, um ganz viel Heilung, um die Samana-Energie. Diese Energie habe ich im Samatha-Heilfeld gefunden und das ist die Urenergie, ein Teil der Urenergie aus dem Universum. Wir haben es auch schon im Facebook getestet. Wir haben es schon zweimal, glaube ich, übertragen. Und es ist ganz erstaunlich, was da alles so passiert. Und auch in der Quintas-Schule habe ich ja der letzte Schritt ist auch, der aktuelle Schritt ist auch mit dieser Energie einfach nur meine Energieübertragung. Und habe also die Rückmeldung bekommen, dass eine Krankheit schlagartig weg war. Bevor eine neue Energie in dich, in deinen Lichtkörper, in deine Blütenkelche, in dein System reinkommen kann, ist es immer gut, wenn du vorher mal geputzt hast, wenn du mal Dinge, Blockaden entfernt hast, umso besser und tiefer kann die wirken. Deswegen machen wir, bevor ich mit dem Channeln anfange, mit der Einweihung und mit dem Allen, machen wir eine große Blockadenlösung. Da kann sich jetzt jeder von euch mal überlegen, was hindert mich am meisten in meinem Leben? Und so trägst du das Licht der Wirklichkeit in dir, die Strahlkraft von Tahita und Ananascha. Durchflutet dich. Deinen kompletten Körper. Und du spürst, wie vollkommen doch alles ist. Du spürst auch deine Ursprünglichkeit. Denn deine Ursprünglichkeit ist Licht und Liebe. Eng verbunden mit deiner Seele sagst du jetzt deinem Körper Danke. Danke, dass es dich gibt. Und spürst die Wellen des Lichtes und der Liebe, wie sie dich durchfluten, wie sie dich ausgleichen und deinen Körper stärken. Wie dich diese Energien vorbereiten auf das, was noch kommt, auf die Einweihung mit der Urenergie Samana. Um deinem Körper zu helfen, in die Ursprünglichkeit zurückzukehren, in die völlige Gesundheit einzutauchen. Denn das ist es, die Urenergie. Es ist die Ursprünglichkeit allen Seins. Und es ist Liebe, Liebe. Und so gebe dich noch ein wenig hin. Bade in diesen Energien. Wenn in Kürze
die Botschaft von Jesus für dich überbracht wird. Jesus spricht zu dir. Jesus hat diesen Raum betreten und ich stehe direkt vor dir. Fühle mich, fühle Jesus. Wenn ich jetzt die Worte von Omartesat spreche, ich bin gekommen, um bei dir zu sein, um ganz nah bei dir zu sein. Es ist mir sehr wichtig, dass du dies weißt. Du bist wichtig für mich. Du bist die Liebe meines Lebens. Und so schaue ich dir in deine Augen und ich sehe, ein Strahlen. Ich sehe das Strahlen deiner Liebe, der Liebe, welche du für mich trägst. Und dies erfüllt mich mit großer Freude. Und so habe ich die Aufgabe übernommen, mit dir eine Einweihung zu vollziehen. Und dies erfüllt mich mit großer Freude. Doch dafür, dass ich diese Einweihung vollziehen kann, brauche ich deine Mithilfe. So werde ich dir etwas übergeben. Wenn du nun beide Hände mit der Handfläche nach oben auf deine Oberschenkel legst, werde ich dir eine Perle der Liebe in deine Hände legen. Thank you.
wird ja auch hoher Besuch erwartet. Und danach beginnt, also innerhalb diesen Channelings, denke ich, werden immer mehr Aspekte sich verbinden. Und danach ist es eigentlich dann richtig so der Teilwalk-In. Aber es wird, Jesus wird weiter sprechen. Es kann aber auch sein, dass er mal nichts sagt, dass dann einfach die Energie fließt und er nimmt. Wir nehmen es so, wie es ist. Ich habe keine Ahnung, sozusagen. Ja. Ja. So ein Christusbewusstsein wurde auf die Erwachensstufe angehoben. Du wirst es spüren. Du wirst es spüren. Die Engel singen für dich. Sie singen das Lied der ewigen Liebe. Ich winke dir zu. Langsam ziehe ich mich zurück. Du weißt, wo du mich findest. Ich bin in deinem Herzen, immer und ewig. Und so spreche ich an Anna Schau.